Willkommen zu diesem Video. Das ist der Versuch, das große Teufelshorn bei Fährminz von Hinterbrand aus an einem Tag zu besteigen und auch wieder gut retour zu kommen an einem Tag. Das ist eine ziemliche Tortur, weil das werden über 40 Kilometer heute werden. Wenn ihr das leider nicht verpassen wollt, unbedingt dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. Ja, guten Morgen aus Hinterbrand, kurz nach 4 in der Früh. Das ist nicht das Huhn, das ist die Stirnlampen. Los geht's. Wow. 6 Kilometer zugefahren, 350 Höhenmeter bis jetzt. Traumhafte Stimmung gegenüber der Watzmann und da die Briesbergalm. Jetzt geht's Abenteuer los, gell? Was? Starten wir, ja. Ja, noch gute 10 Minuten sind wir schon angezogen Richtung Seeleinsee, Kallersberg. Wilde Gegend, das erste Mal da. Hinter uns kommen wir her. Da hinten ist der Watzmann. Und direkt vor uns ist schon der Kallersberg. Da müssen wir dann da so rechts vorbei. Wasseralm 4 Stunden angeschrieben. Vor der Briesbergalm kommen wir her. Und wir sind jetzt beim Seewaldsee. Seeleinsee. Ja. Da hinten ist der Watzmann. Und da vorne in der Höhle, falls man es sieht, ist unser Bierdepot. Und das Problem ist, der Max hat gerade ein Bier hingemacht. Jetzt müssen wir um 6:30 in der Früh schon austrinken. Ja. So ein Bier sollte Energie geben, habe ich mal bei einem Bierbrauerkurs gelernt. Wow! 6:50, was gibt es da für ein gutes Bier? Schwächer. Recht hat er! Muss der da ein wenig zuhalten. Da ist Loch, ja, passt. Da ist Loch, ja. Scheißdreck. Ah. Prost, Männer. Gönn da. Die Sonne ist jetzt auch da. Herrlich. Hoch 4. 1950 Meter. Aha. 3,25 Stunden zur Wasseralm. Gewaltig. Von nun an ging es bergab. So ca. 500 Höhenmeter geht es jetzt nach oben. Wenn ich es richtig auf der Karte im Kopf habe, zur Wasseralm. Ausblick grandios. Vorne ist schon ein Meer und ganz links ist schon ein Hochkönigmassiv. So, da geht es bergab durchs Schoderpulver. Wasseralm 2,5 Stunden, Hochskier 1,25 Stunden rauf, Landtal Mitterhütten heißt es da, okay. So eine faszinierende Gegend da. Jetzt nähern wir uns mit riesen Schritten schon irgendwie dem steinernen Meer. Das wieder im Kirchl habe ich schon gesehen. Und ja, jetzt geht es wieder mal in den Wald rein. Traumhaft.
Ja, schön ist da. Traum. Sehr beeindruckend, dass da schmales Steige und steil geht's runter. Obersee und da hinten der Königssee und da oben der König Watzmann. Sehr schön. Ein Wahnsinn. Max hat doch recht gehabt. 2 Stunden haben wir jetzt gebraucht vom Seelensee daher. Und jetzt sind wir bei der wunderschönen Wasseralm. Ja, über 10 Kilometer zu Fuß. Und dann kommen noch mal 6 Kilometer mit dem Radl dazu. Also doch schon ein bisschen eine Strecke. Und mega schön ist da. Wahnsinn. Prost, Mahlzeit, Max. Aber das ist jetzt ein alkoholfrei. Ja, frei. Für die Elektrolyte. Hervorragend. Gewaltig. Kurze Pause, alkoholfreies Weißbier, Riegel und Magnesium und was trunken. Und jetzt geht der Ernst des Lebens los. Schön ist da. Also gleich von der Alm rechts weg. Halt. Das war das alkoholfreie 3 Stunden. Geht schon, bitteschön. Nein, geh okay, nein. Nein, geh du. Geh du. Du machst so ein schönes Tempo. Habe ich einen Knackhaar schon. Ich will ja nur eine Pause machen. Völlig irre die Landschaft da. Ich glaube, dass das das große Herndl ist. Und das vielleicht das kleine. Ha? Jetzt da einmal ein bisschen steiler rauf. Ja, die eine Stelle da unten fast einmal ein bisschen zugelangen müssen. Und jetzt geht es halt einfach steil weiter. Wir sind in der Zwischenzeit schon auf 1950 Meter. Also gleich hoch. Wir haben schon mal warnt, hochgeschirr. Ja. Völlig frustrierend. Nein, 400 Höhenmeter sind jetzt noch nicht ganz auf dem Gipfel rauf. Das Panorama zurück ist doch ein Traum. Wahnsinns Ausblicke. Ausblicke, Traum, ja. Da geht's rauf. Ja, da schlängelt sich der Weg immer so Bantellaufe. Direkt über den Abbruch.
2:31 sind wir schon. Da geht es jetzt hinauf. Da drüben das kleine Teufelshörnl. Jetzt haben wir es bald geschafft. Da oben sieht man schon das Gipfelkreuz. Jippie! 20 Kilometer waren es bis daher ungefähr. Oh, wird noch ein langer Tag werden. Oh. Gute 2 Stunden auf. Ja, geil. Zach was. So da. Bergheil, jetzt vom großen Teufelshörnl herum. Marc schreibt sie gerade ein. Endlich ein Brot. Bis jetzt hat es nur einen Riegel gegeben und eben das alkoholfreie Weißbier. Da herum, der Ausblick ist echt ein Traum. Die ersten Wolken sehen auch schon auf. Ich muss sagen, das war brutal fordernd. Konditionell echt sehr anspruchsvoll. Aber voll super, dass das jetzt dann aufgegangen ist, weil der Max und ich haben das 2016 schon mal probiert. Allerdings von da unten rauf, durch das ganze Lernbach, da sind wir reingefahren mit dem Radl und sind da durch die Wiesen rauf. Und dann sind wir irgendwann bei der Wand angestanden und haben einen Umdraht und fast 10 Jahre später haben wir es jetzt dann endlich da rauf geschafft. Da drüben ist das kleine Teufelshörnl. Das werden wir heute nicht machen, weil es, wie gesagt, echt fordernd gewesen ist. Und wir wollen da noch gut und in allen Stücken retour kommen. Und der Weg da rauf ist jetzt dann eigentlich nicht sonderlich anspruchsvoll. Da an die 84 würde ich sagen, ein paar Mal muss die Hände aus dem Hosensack kassen da. Aber ansonsten ist es eher konditionell extrem fordernd. Ja, und während der Max da eben jetzt reinschreibt, werde ich jetzt noch das Brot noch essen und dann geht es für unsere Tour. Da gibt es ein paar Aufnahmen noch. In Zellernsee freuen wir uns schon, die Badehosen haben wir dabei. Da werden wir reinhupfen, abkühlen. Und beim Auto gibt es noch ein Fazit zu der Tour. Ja, aufgebracht haben wir auf jeden Fall vom Parkplatz weg mit der Radfahrt fast 6,5 Stunden. Also da sieht man schon, das ist eine gescheite Hausnummer. Ja, fast 7 Stunden geht es heute. War schon ziemlich zache Partie, aber jetzt sind wir wieder hier unten bei der Wasseralm. Jetzt geht es noch ein paar hundert Höhenmeter runter und nachher haben wir Juhu. Einen schönen Gegenanstieg zum Hochgeschirr rauf. In der prallen Sonne, noch mehr Juhu. Ja, dann ruft der Seeleinsee. Dann ruft der Seeleinsee und das Bier. Endlich ein gescheites. Kein alkoholfreies, gell? Ja. Nein, das passt auch gut. Das ist so brutal eindrucksvoll. Also schon langsam wird es mühsam. Oh, der letzte Gegenanstieg da Richtung Hochgeschirr auf. Auf 1600 Meter sind wir. Auf 1950 müssen wir auf. Die Sonne knallt so beinhart her. Ja, da oben am Hochgeschirr haben wir dann über 2500 Höhenmeter nur zu Fuß gemacht. Das Rall kommt ja auch noch dazu. Also wären ca. 3000 Höhenmeter heute. Oh. Ja, kämpfen. Ja, da bei Max ist jetzt der Anzweiger. Nach links geht's zur Gotzenalm, falls man die zwei da sieht. Und wir müssen da in die Schwarten rauf. Und du hast Zuckerwasser. Ja. Sehr gut. Ach.
Hast du schon? Ich darf ich? Oh, danke. Ach, danke. Danke und Anerkennung. Ich freue mich schon auf Schwimmen im See. Ja, das ist das Highlight heute. Ja. Ja, da sind wir wieder wie von neu geboren. Da. Ja, dann können wir noch einmal das Gleiche machen. Ja, aber nicht mehr heute. Ja, morgen. Ist schier Wetter. Ja, da war es nicht so heiß. Ja. Max, wie ist die Laune? Blendend! Warum? Dass es mal wieder bergab geht und der See nicht mehr weit ist, dass wir einjupfen gingen. Jawohl. Den letzten großen Gegenanstieg endlich hinter uns. Das waren dann einmal über 700 Höhenmeter auf, alles in der Sonne. Jetzt sind einmal kurz im Schatten. Ha, hervorragend. Und da unten der See. War geil, hä? Scheiße, wandern! Nein, nicht! Ah, geiler Scheiß! Ah, oh, gut! Ah! Da bin ich zu viel versprochen, wenn du dann wieder runter bist. Ah, nein, nein. Oh. Ja, nicht schwimmen aus, gell? Nein, das brauche ich nicht, weil ich weiß nicht, mit meinem Herzkreislauf, dass du mich nicht retten musst. Jawohl, jetzt geht es die letzten Kilometer Mineral warm. Haben wir es tatsächlich retour geschafft. 2998 Höhenmeter und 41 Kilometer war die Tour lang. Aber das zählt. Weil da oben waren es 3000 gewesen. Und am Häusl war ich auch schon. Also die 2 Höhenmeter zählen auch noch. Oder Max? Auf jeden Fall. Wir sind völlig baniert. War eine richtige Challenge. Also war echt anspruchsvoll. Vor allem die Birnen hast du halt dauernd einschalten lassen müssen. Beziehungsweise du musst die Birnen eigentlich ausschalten und einfach nur hatschen. Aber das ist auch irgendwie teilweise schwer, weil da gerade im Bereich von der Wasseralm, da ist schon abschüssiges Gelände und vom Teufelshändl aber die ersten paar hundert Höhenmeter sind da zum Aufpassen. Aber klettertechnisch ist überhaupt nichts Schweres dabei. Maximaler 1-1 plus Gelände. Das Highlight war definitiv dann der Hupfer rein in Seewaldsee, die Abkühlung. Ja, und jetzt sind wir froh, dass wir wieder gut retour sind. Ja, und jetzt fahren wir heim zu unseren Regierungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall war, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bergheil, bleibt's geil. Ciao.